Dann möchten wir Ihnen unbedingt noch vorstellen, das Fahrradauto in Gelsenkirchen an der Westfälischen Hochschule entwickelt. 120 Kilo, 2 Sitze, 4 Räder. Funktioniert im Prinzip aber wie ein E-Bike. Trampeln und dann kommt der Motor dazu. Aber das Ganze eben mit Dach und Sitzen für 2. Das Teil darf auch auf den Radweg. Noch ist es ein Einzelstück. Das Forschungsteam will aber bald in Serie gehen. Ich würde mich vielleicht dafür interessieren. Das ist die Mobilität der Zukunft.